Hier möchte ich jetzt kurz mal die Arbeitsweise von Java skizzieren. Man beginnt mit einem Java-Quellprogramm. Dieses Java-Quellprogramm, was ein Programmierer entwickelt hat, wird durch den Java-Compiler übersetzt in Java-Bytecode, sogenannten Java-Bytecode. Dieser Java-Bytecode kann jetzt über spezielle Java Virtual Machines, die es für unterschiedliche Plattformen gibt, dieser kann dort ausgeführt werden. Ich habe diesen Java-Bytecode und wenn ich diesen Java-Bytecode auf einer Plattform Windows NT ausführe, dann kann er dort ausgeführt werden und tut das, was der Programmierer hier oben im Quellprogramm gesagt hat. Aber diesen Java-Bytecode könnte ich jetzt auch prinzipiell plattformunabhängig und ohne den Quellcode nochmal anpassen zu müssen, auf einer Java Virtual Machine für Linux ausführen. Oder es gibt auch Java Virtual Machines für Webbrowser, beispielsweise den Explorer. Und von daher kann dieser Bytecode auch beispielsweise jetzt in Form eines ausführbaren Applets im Internet Explorer ausgeführt werden. Dieser Java Bytecode kann in der Tat für beliebige Java oder durch beliebige Java Virtual Machines auf unterschiedlichen Plattformen ausgeführt werden und bewirkt letztendlich im Prinzip immer dasselbe.